Ja, weitere Pendel, die wir anschauen wollen. Hier habe ich noch ein Messing Karnak. Also das ist auch eine schöne Alternative, die ich ganz gerne einsetze. Das ist das Holzkarnak, das ist das Messingkarnak, viel kleiner. Ne? Also hier vor allem, wenn man lange arbeitet, dann ist das Messingkarnak eine Option, obwohl es das kleinere Pendel ist deutlich schwerer als das große, ne? Weil das ist halt aus massiv Metall, da kommt dann Gewicht auf, während das hier aus Holz ist und einfach leichter. Ne? Ich weiß gar nicht, was am Schluss dann für lange Arbeiten empfehlenswerter ist. Das ist wirklich federleicht, ne? Kann man lang damit arbeiten. Aber manchmal habe ich auch einfach die Intuition, lieber mit dem Messingkarnak zu arbeiten. Geht auch sehr gut. Ne? Hat den Vorteil, dass man den Ellbogen auf dem Tisch behalten kann, auch wenn die Schwingung groß wird. Ihr seht, das schlägt jetzt nicht am Unterarm an. Und wenn ich hier mit dem Holzkarnak, auch bei recht kurzer Schnur, wenn die Schwingung intensiv wird, geht nicht mehr, ne? Es stößt dann immer an die Hand, also an den Arm, das geht dann nicht mehr. Da muss ich den Ellbogen hochheben und das ist schon anstrengend, ne? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich so ein Aura-Clearing mache oder Feng Shui im morphogenetischen Feld, dann kann es sein, dass ich 2-2,5 Stunden an dem Projekt arbeite, ne? An dem Auftrag. Und nach 2,5 Stunden ist das schon ein Punkt. Ne? Also ob ich dann 2,5 Stunden den Arm so in der Luft hatte oder eben abstellen konnte auf dem Tisch, das ist dann bei kurzen Aufträgen völlig belanglos. Aber wenn ich 2 oder noch mehr Stunden an dem Projekt arbeite, dann geht das schon. Es wird für die Gelenke, für die Muskeln anstrengend. Könnte eine Alternative sein für Leute, die gerne mit kleineren Pendeln arbeiten. Die Wirkung ist praktisch identisch. Es ist auch ein Grün-Minus-Pendel, wie alle Karnak-Pendel. Also von daher eine absolute Frage des persönlichen Geschmacks. Ja, dann stelle ich euch noch ein Pendel vor, das es noch nicht so lange gibt. Aber als ich gesehen habe, dass das erhältlich ist, habe ich es mir sofort bestellt. Das ist ein reines Isis-Pendel. Das habe ich noch nicht in der Sammlung gehabt vorher. Ne? Rein Isis, ne? Nur 4 Isis-Platten und natürlich die typische Form oben, diese Säulenform und die Kugel, die ja alle Isis-Pendel aufweisen. Das ist ein reines Isis-Pendel, es ist also weiß abstrahlend und als Heilpendel sehr geeignet. Die Besonderheit ist die schwarze Farbe. Eignet sich sehr gut als Schutzpendel und das Material ist nicht Messing, sondern Aluminium und dadurch ist es besonders leicht. Also das ist schon ein ganz besonderes Pendel. Ich arbeite sehr gerne damit, vor allem in der Heilarbeit, also bei Unterstützung von Personen, die Belastungen haben im körperlichen oder emotionalen Bereich. Da kann man also sehr gut mit diesem Heilpendel arbeiten. Das ist eine schöne Ergänzung. Es gehört nicht zu den Standardpendeln, würde ich mal sagen. Es ist ein Zusatz, dass wenn ihr jetzt gerade anfangt mit Pendelheilung, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt das erste Pendel, das ich empfehlen würde. Aber ich mag es sehr. Ich habe hier meine Palette ergänzt, weil ich vorher ja kein reines Isis-Pendel hatte, sondern immer die Mischung Isis-Osiris, beziehungsweise dann Karnak oder das Hathor, das aus Karnak, Osiris und Isis besteht. Also ich hatte kein eigenes Isis-Pendel und das gehört halt auch in meine Sammlung. Und ich wende es vor allem
in der beim Heilpendeln für Personen an. Dort habe ich eine schöne Anwendung. Man kann Schwermetalle ausleiten damit, das ist auch eine Anwendung. Man kann natürlich besonders gut Aluminium ausleiten, weil es ja aus Aluminium ist und damit ein radiästhetischer Zeuge für Aluminium. Und wie ihr vielleicht wisst, ist Aluminium im Körper nicht so erwünscht. Das ist ein Metall, das in größeren Mengen schädlich ist, und da kann man es auch sehr gut verwenden, um Aluminium auszuleiten. Das ist vielleicht ein Nebenaspekt, aber durchaus eine Erwähnung wert. Mehr Informationen findet ihr wieder auf der Infis-Homepage, die unten verlinkt ist. Ja, das letzte Pendel, das ich hier vorstellen möchte in dieser Videoreihe, das ist ein Karnak-Pendel in sehr groß. Also ihr seht jetzt hier wirklich ein Gigant unter den Pendeln. Ich zeige euch das Karnak-Pendel aus dem Infis-Pendelset. Also hier seht ihr einen Riesenunterschied. Ne? Das ist schon ein großes Pendel. Ne? Das ist ein großes Pendel, wenn ihr das seht, ne? Im Vergleich mit den Fingern. Das ist deutlich größer als meine vier Finger. Das sind ja schon 8 Finger. Ne? Also wirklich ein sehr großes Pendel. Aber das hier schlägt das noch bei weitem. Und natürlich in der Anwendung sehr besonders. Es ist ein spezielles Pendel, ein absolutes Spezialpendel, das ich nicht regelmäßig einsetze. Aber ich brauche es am ehesten bei Shaji von außen im Feng Shui-Bereich. Dachgiebel, Hauskanten, alle Störformen, die von außen auf das Haus einwirken. Diese Formen können sehr heftig sein. Es gibt in Innenstädten zum Beispiel dreieckige Gebäude, die ganz spitz zulaufen und dann auf ein anderes gegenüberliegendes Gebäude zeigen. Das ist eine immense Verdichtung von Störenergie. Und ihr könnt euch vorstellen, entlang dieser langen Seite, das sind dann Bürogebäude mit vielen Stockwerken, das ist vielleicht 30, 40 Meter lang. Entlang dieser Linie beschleunigt sich die Energie und wird dann vorne an der Spitze ganz massiv abgegeben. Und für solche schwerwiegenden Fälle, für Shaji, das schwer zu korrigieren ist, das eine ganz starke, durchdringende Störenergie aufweist, dann setze ich dieses Pendel ein. Ich bin dann vor Ort, das mache ich normalerweise nicht auf dem Plan, ich bin dann vor Ort, ich sehe so eine massive Störenergie und dann gehe ich hin, stelle mich in das betroffene Fenster oder in die betroffene Türe und schaue raus. Und dann ist der Auftrag, jetzt muss ich gucken, dass das Pendel in seiner Größe nicht ans Mikrofon stößt, neutralisiere die Störenergie dieser Hauskante. Neutralisiere die Störenergie dieser Hauskante. Und ihr, ich weiß nicht, ob ihr das spürt, das hat eine unglaubliche Wucht, dieses Pendel. Es ist auch schwer, es ist ein Holzpendel, aber natürlich, es ist Vollholz. Und dann hat es schon ein erhebliches Gewicht. Also das ist schon beeindruckend, was hier mit diesem Pendel erreicht werden kann. Aber eben, ihr seht, es hat auch eine gewisse Unhandlichkeit. Also auch 8 Finger reichen nicht, um dieses, reichen nicht, um das Pendel abzudecken. Das misst man vielleicht eher in Unterarmgröße. Also ganz sicher ein Spezialpendel, nichts für Anfänger, weil das Pendel wirklich nur in ein paar besonders heftigen Fällen auch wirklich benötigt wird. Ich habe das in Reserve und manchmal ist es notwendig, dass ich damit arbeite, aber es gibt auch Aufträge, bei denen ich es gar nicht einsetze, weil es nicht nötig ist. Also das ist schon ein sehr besonderes Pendel, ein Spezialpendel, das nur für wenige Fälle eingesetzt werden muss.
Ja, das war's. Das sind die Pendel, die ich euch vorstellen wollte. Das heißt, es sind sehr viele Pendel. Sucht euch raus, was euch gefällt. Ich würde mit dem Infis Pendelset anfangen. Da habt ihr eine wunderbare Grundlage. Und wenn ihr ein bisschen etwas dazu bestellen möchtet oder verwenden möchtet, dann würde ich euch als allererstes den Halter empfehlen für das Isis Osiris aus Messing. Das wäre dann die erste Erweiterung, die ihr als Pendelheiler, Heilerinnen benötigt. Das wäre meine Empfehlung. Und dann schaut ihr, ihr merkt, wenn ihr jetzt dieses Video anschaut, dass ihr einen Bezug habt. Vielleicht hat euch das Hathor-Pendel völlig fasziniert. Ihr habt das gesehen im Video und ihr seht, das ist das Pendel, das ich brauche. Ihr könnt das vielleicht gar nicht begründen, aber ihr spürt, da ist eine Verbindung da. Oder beim Seelenpendel. Ich hatte schon Leute an den Radiesthesie-Kursen, die haben das Pendel gesehen und sofort bestellt. Weil es einfach es macht wie Klick. Das ist es. Genau das brauche ich. Wartet doch auf diesen Impuls. Und dann so nach und nach, legt ihr euch ein Pendel mehr zu, weil es euch einen Kick gegeben habt, weil ihr seht, dass das ist es, was ich brauche. Oder das habe ich auch erlebt beim Universalpendel der 22 Engel. Schockverliebtheit, also das ist es, das muss ich haben, das ist das Pendel, das ich brauche. Und es ist eine Anschaffung, es ist nicht ganz günstig, aber es hat schon eine Wirkung, die ihr mit den anderen Pendeln nicht erreichen könnt. Das ist eine Besonderheit. Dieses Pendel gibt es halt, also diese Schwingung, die gibt es nur in dieser Form. Kein anderes Pendel hat die Schwingung dieser Engel. Ja, ihr könnt zwar radiästhetische Farben mit jedem beliebigen Pendel übertragen und natürlich ist ja jeder radiästhetischer Farbe ein Engel zugeordnet. Das ist schon möglich. Ihr könnt einfach zum Beispiel die radiästhetische Farbe Rot auf eine Person übertragen, oder zum Beispiel auf das Wurzelchakra. Übertrage die radiästhetische Farbe Rot auf das Wurzelchakra, ohne Problem. Das ist ein ganz normales Isis-Osiris-Pendel und ich kann den Auftrag geben, die radiästhetische Farbe Rot zu übertragen. Und das geht auch hier. Die radiästhetische Farbe Rot, weiß ich jetzt nicht auswendig, wo die, auf welchem Engel jetzt die sitzt, aber das könnt ihr dann in der Liste nachschlagen. Rot gleich dieser Engel. Und dann ist das schon möglich. Ihr könnt mit jedem Pendel jede radiästhetische Farbe übertragen. Aber natürlich hat dieses Pendel durch seine Form, durch seine Farbe und auch die Art, wie er diese Schwingung erzeugt, mit diesem Bügel, mit der Einstellung auf der Schnur, das ist schon eine gewisse Individualität dabei. Also das ist auch ein Pendel, bei dem ich Leute an den Kursen hatte, die das sofort haben mussten, egal was es kostet. Also schaut einfach, wo euer Gefühl euch hinführt. Beginnt mit dem Pendelset. Da könnt ihr ohne weiteres Monate, Jahre damit arbeiten, weil das deckt sehr viele Anwendungen ab. Aber eben, es kann sein, dass ihr plötzlich merkt, das eine oder andere Pendel spricht euch an und das möchtet ihr dann zusätzlich erwerben. Ja, ihr habt jetzt viel über Pendelheilung erfahren, viele neue Pendel kennengelernt. Ich hoffe, euch hat diese Videoreihe gefallen und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, dann freue ich mich natürlich auch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr immer wieder erfahren wollt, wenn es Neues von mir gibt. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr sogar eine Nachricht, wenn ein neues Video erscheint.